Hallo Leute, wir waren kurz davor, hier diesen Mörder uns zu schnappen, der scheinbar hier irgendwo wohnen muss, weil hier gegenüber war nichts. Also checken wir mal dieses hier gegenüber. Und dann sollten wir uns auch noch irgendwann mal den Friedhof anschauen. You're here to see me? We don't know each other. I would remember it. Okay, based on Sheriff's description, this is surely Chadwick. Like that. You ask too much and answer too little. Francis thinks you are behind the recent murders of several people. Ich nehme an, es ist besser, wenn wir ihn einbuchten, anstatt gleich selbst umzubringen, aber schauen wir mal. Yes, irrefutable. You should confess. Wollen wir das zugeben? Behalten wir das mal für uns. I doubt that. But why are you telling me this? Ah, okay, ich könnte mich schon wieder mit dir im Ring einlassen, will ich aber eigentlich nicht. Weil wenn du Leute vermutlich mit bloßen Händen oder so gut wie bloßen Händen umbringst und ihnen Zungen rausschneidest, will ich eigentlich nicht mit dir in einem Ring stehen. Are you saying that it wasn't you? Direct question escaped. I can claim anything, can't I? Why are you so interested? Francis is interested. He admires that person and wishes to meet him. Gut, die Frage ist, bist du ein hyperintelligenter Psycho oder bist du ein eher dämlicher Psycho? And he made a necklace out of them, okay? Oh yes, he does have a beautiful necklace made of tongs. Wieso nicht? So eine gute alte Zungenhalskette. But he can't have a prettier necklace than me. Naja, dann solltest du ihm wahrscheinlich deins zeigen, nur um ganz sicher zu gehen. I'll show it to him. He will see mine is nicer, much prettier. Nice. Geh und zeig dem Chef der Polizei dein Zungenhalsband. Perfekt. So, ich nehme mal an, das ist genug. Wir werden das hier mal noch checken. Oh. Okay, könnte schlimmer sein. So. Und was haben wir jetzt hier? Oh, da steht er. Nice. Chadwick came here and bragged about that necklace of his. Good enough confession in my book. Cool. Is there any more work? Town is peaceful. What will happen? We will execute him. Okay. Na gut. Du hast mir was zu erzählen. Weiß nicht, ob mir das wichtig ist. Wieso nicht? Wahrscheinlich unterstützt du deine Vorurteile, die du ohnehin schon hast. Chadwick's murdering is at its end. Ja. They demonize everybody outside. It's a good thing the Justice of Coreth got him. Na gut. Okay. Andere Sachen, die noch zu machen sind. Ist jetzt überhaupt noch irgendwas ausständig? Ach ja, wir haben die beiden Sachen schon. Silence Richie forever oder bring Richie to Nesta. Da müssen wir noch schauen, für welche Seite wir uns hier entscheiden. Jetzt gibt es noch zwei Leute, mit denen ich gerne reden würde. Person Nummer 1 ist dieser grumpy Typ an der Bar, den wir versuchen werden, nicht anzupissen. Und Typ Nummer 2 ist der, Typ, der auf die Gräber aufpasst, heißt wie, Friedhofsgärtner. Ist zwar nicht der, der darauf aufpasst, aber ihr wisst, was ich meine. He does not acknowledge your presence. He finishes the drink and puts a fresh cigarette in his mouth. Okay, light his cigarette. Deep burns. Okay. I'd like to ask you a few questions. Nehmen wir das, weil wir wissen ja schon über dich Bescheid. Are you vodka? They say you used to work for Uncle. I
I don't intend to spend time about either of those. It's better you stay away from them. You can't trust them. Huh. Huh. Na gut. Ja, dafür ist es ein bisschen zu spät, dass wir uns nicht mit den beiden einlassen. Das steht uns nämlich bevor. Aber gut. Die Sache mit Richie, ja, ich meine, generell wird ja Uncle als irgendwie der nettere von den beiden Leuten dargestellt, der reiche Händler, der sich niedergelassen hat und diese ganzen Karawanen hier eingefädelt hat. Mädel, kommst du? Willst du deinen toten Bruder bye-bye sagen vielleicht? Und Nestor ist halt eher dieser Typ, der mit eiserner Faust die Mine regiert und so weiter. Aber ich meine, im Endeffekt, alles, was ich hier mitgekriegt habe, ist, dass Uncle diesen Richie-Typen losgeschickt hat, um für einen Aufstand in der Mine zu sorgen. Also ist eigentlich er derjenige, der sich hier wie ein Arschloch verhält. Und ich glaube, deswegen werden wir eher einfach Nestor helfen. Wir können wahrscheinlich anhand unseres Karmas sehen, ob das quasi die gute oder die schlechte Entscheidung unter Anführungszeichen ist. Farewell, Sindian. Even here in Korath, Sindian was doing everything for the Empire. Okay. Collect information on the rebirth. Okay, und du kommst mit, weil du mir jetzt helfen willst. Genauso wie er Rebirth zu stoppen. Perfekt. Gut, das hat nochmal 1000 XP gebracht. Okay. Wir sind relativ knapp dran am nächsten Level. Das ist ziemlich gut. Okay, und dann reden wir noch. Tür. 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 Komm schon, danke. Dann reden wir hier nochmal mit dir. Who's died? I'm the Gravedigger. Okay. Just to talk. My name is Jessup. I'm not interested in talking. Why? This used to be peaceful work before you showed up to bother me. Before all these robberies started. Hey, mal wieder ein Grabräuber. If you have any problems, perhaps I could help. But I don't want to rob you of your time. I'll tell you up front that nobody gets rich digging graves for a living, so don't expect any juicy rewards. Ja, wir machen es eigentlich eher nur für die XP. If you really want, you can try. Why not? Okay, Grave Robber. Okay, he takes everything of value, including teeth. Gut, wieso gehst du nicht zur Polizei? Okay, weil du ein alter Sack bist, der auf jeden Fall seinen Job behalten will. Gut, naja, also, dann machen wir das. Get rid of him, chase him away or kill him, I don't care. Ja, ich glaube, wir werden ihn eher killen. And could I wait at your place? Whatever. Wait until nightfall. Na gut. Schauen wir mal, ob das so straightforward ist, wie sich's anhört. Gut, die Frage ist, wollen wir warten, bis du bei einem Grab zuschlägst, oder wollen wir dich einfach so hops nehmen? Okay, du machst scheinbar nix. Dear man, you scared me to death. What are you doing here? Gravedigger asked me to guard this place. Apparently there's a grave robber. Grave Robber is you. It's me. You wanna cut, is that it? Wollen wir einen Anteil an diesem Grave Robber Business? Ich glaube ja nicht. Ich glaube, es kommt nicht so gut, wenn wir mit dem Companion, der sich gerade hier von seinem oder in dem Fall ihrem toten Bruder verabschiedet hat, wenn wir vor ihr gemeinsame Sache mit einem Grave Digger machen. I want you to get out of here. And who's gonna stop me from coming back? Okay, wir könnten ihn wegquatschen. Wieso nicht? Versuchen wir es. Unser Speech-Check ist sowieso nicht, unser Speech-Skill ist sowieso nicht super gut, also vielleicht klappt es gar nicht. You're totally crazy. Okay. Passt. Gut, das war easy.
Okay, yes, he will never show up here again. 100 caps for you. Okay. Okay, und du willst auch weiter nicht mit mir reden. Gut. 57 XP, das war genug für ein Level. Das ist cool. Die Frage ist, was wollen wir als nächstes? Ham, 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 ham. Ich glaube, das werde ich mir bis zum nächsten Mal anschauen. Wahrscheinlich more Criticals. Wir sind jetzt auf Level 9. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir levelmäßig in dieser Mod hoch genug kommen, um auf die Level zu kommen, wo wir entweder den Sniper-Perk oder den, wie heißt der andere Perk? Berserker? Slayer. Slayer heißt er, genau. Dass wir diese Perks kriegen, also die Perks, die Crits im Nahkampf oder im Fernkampf garantieren. Deswegen wahrscheinlich, da wir diese garantierten Crits nicht kriegen, werden wir stattdessen den More Criticals Perk nehmen. Der ist nämlich eigentlich super, wenn es halt nicht die noch besseren die noch besseren Perks gäbe, die zumindest bestimmte Crits dann garantieren. Das ist eigentlich der einzige Grund, wieso man normalerweise More Criticals nicht nimmt. Okay, in Korath sind wir liked. Und ich werde jetzt versuchen, Richie zu befreien. Also ich werde mich auf die Seite von Nestor stellen, weil er ist der, dem hier ein Doppelagent untergeschoben wird. Also für mich ist da eigentlich eher Nestor im Recht. Schauen wir mal. Are you detaining a guy named Richie? Nestor's people brought him here. Okay, and their word is all it takes. And wouldn't he be facing Blaster? Okay. Don't you find it somewhat unjust? It's the law. Okay. What will happen to Richie? Okay, das schaut wieder nach einer längeren Speech-Antwort aus. It was a misunderstanding. Nestor wants him back to calm them down. Jail is not some one-night storage. Okay, versuchen wir es nochmal. It was a misunderstanding. No one is pressing any charges. Okay, tell Gordon to set him loose. Puh, okay, sehr gut. So, jetzt gehen wir zu dir, du unglaublich unfreundliche Person. Sheriff says you should let Richie go. I heard it already. The fuck do you think you are? My boss or something? Ach ja, halt doch die Schnauze. Vielleicht werden wir irgendwann nach Korath zurückkommen, nur um diese Person zu erschießen, aber bis dahin werden wir einfach versuchen, nichts mit dem Typen zu tun zu haben. So, ich nehme an, ich kann jetzt hier die Tür aufmachen, ohne dass hier, ja, alles in Arsch geht. Passt. Are you Richie? Don't come close. I know there's a person in Korath who'd like to see me dead. Nestor thinks that Uncle sent you in the mines. Ich könnte also jetzt noch immer, nachdem ich mich durchgequatscht habe, ihn noch immer hier erschießen. Ich nehme an, das ist wahrscheinlich auch eine gute Möglichkeit, um es halbwegs silent zu machen. Weil ich nehme an, ähnlich so wie im Hauptspiel von Fallout 2, wenn ihr jemanden innerhalb der ersten Gefechtsrunde gleich umbringt, könnte man wahrscheinlich damit durchkommen. I'm supposed to bring you back to Nestor for a chat. Well, he's damn right. I'll be happy to tell him about it. Okay. If you used to work for Uncle, don't you mind going to Nestor now? Uncle would like it very much right now if I died. Stimmt, weil du könntest ausplaudern, dass du geschickt würdest. Ja. Alright, you get out of here and go tell Nestor what you know. Ich nehme an, damit haben wir uns offiziell auf die Seite von Nestor geschlagen. You've helped Richie escape. You've gained 750 experience points. Passt. Gut. Das wird natürlich noch immer nicht genug sein in Form von einem echten Geständnis, dass es irgendwie zum Kampf zwischen Nestor und Onkel kommt, aber es ist vielleicht mal ein Anfang. Schauen wir mal, was du zu sagen hast. Richie came here racing and blabbered something about a reward for information. Now the dummy is singing for free. Reward belongs to you. Danke sehr. Shut up. I wouldn't trust you with guarding a rotting corpse. Ba 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 ba.
Richard really stirred it up in the mines and now the boneheaded miners are refusing to work. Okay, und sie wollen schon wieder revoltieren. Du hast mir gesagt, ich soll die Fresse halten. Nein, halt dich die Fresse, red dich halt tot an mir. If one of Nestor's men tries to deal with them, it's not gonna make them any less restless. But you're not from here, so head to the mines and force them to work again. Okay. Wenn's geht, gewaltlos. Move your ass. Good. Ich muss sagen, ich finde das ganz cool, wenn sich Spiele oder in diesem Fall Mods die Mühe machen zu erklären, wieso ihr als Spielercharakter das machen sollt. Ich weiß nicht, ob ich hundertprozentig von dem überzeugt bin, dass das nicht einer von Nestors Männern auch machen könnte. Aber zumindest gibt es einen Grund. Ja, zumindest gibt es einen Grund, wieso Nestor nicht einen seiner 5000 Söldner oder sonstigen Leute schickt. Weil er Angst hat, dass der Anblick von vielleicht Nestors Söldnern oder sonstigen Knochenbrechern die Leute noch mehr verunsichert. Hier seid ihr übrigens nicht, da unten hat jemand geredet. Deswegen schickt er euch. Das ist cool. Ich finde das immer ganz schön, wenn euch Aufgaben nicht einfach so zufallen. Gerade Aufgaben, die vielleicht ein bisschen wichtig sind und wo man euch Verantwortung übergeben muss. Ja, es ist schön, wenn es da einen Grund gibt, wieso ihr als Spielercharakter, wir sind ja hier eigentlich komplett Fremde, wieso ihr das kriegt. Das ist eigentlich ganz cool. Okay, ihr seid eigentlich auch alles nur meiner, aber kann ich einfach mit euch reden? What do you want? We have no business in the mines. I heard you were striking. I'd like to know. Can you tell me more? Okay, sie wollen einen Raise, better working conditions. Is that the opinion of all the miners? Everyone is waiting for what the five of us can negotiate. So if I kill you to set an example, it should convince the other miners to forget about strikes. Okay, also wir könnten mal die fünf hier erschießen. Why don't you just find another job? Vielleicht wenn wir denen zeigen, dass es eh keine anderen Jobs gibt, was sie ja sehr wohl wissen, dann müssen sie wohl unter den Drecksbedingungen weiterarbeiten, die sie ja haben. Okay. Good. Stop striking and go back to work. Who the hell are you? Okay, wir könnten sie bestechen mit 1000 Caps. Wir könnten ihnen nochmal drohen, sie umzubringen. Gehen wir mal mit dieser halbwegs diplomatischen Route. You know, Nestor doesn't give a shit about you. He will never improve your working conditions. He'd rather have you all shot and replaced by fresh meat, someone willing to work. We'll fight and force him to meet our demands, or force him to die. Do you really think that could work? You don't stand a chance. Damn it, you're right. Passt. So viel dazu. Ja, so ist es in einem Staat, wo es, oder in einer Stadt in diesem Fall, wo es keine soziale Absicherung gibt. Man muss sich einfach dann als Arbeitnehmer mit allen Konditionen auseinandersetzen, die es nun mal gibt. Als nächstes werden sie versuchen, eine Gewerkschaft zu gründen. Schauen wir mal, wie das läuft für sie. Aber solange es das nicht gibt, tja. So lang ist Chef tatsächlich Chef. It's hard to believe that you forced those lazy asses to get back to work. Cool, 1500 Caps. Nestor has another job, den er mir persönlich geben will. Okay, I'm interested. What can you tell me about Nestor? He's a son of a bitch, but an insanely rich and merciless son of a bitch. The smartest thing to do in this town is to always be on his side. Okay, ich glaube, wir haben uns eher auf die Seite der quasi Bösen gestellt. Schauen wir mal, wie unser Karma im Moment aussieht. Ah, noch immer liked. Okay, passt. Na gut. Also, Nestor. You're the stranger who ended the miner strike. Pleasure to make your acquaintance. My name is Mester, but I'm sure you knew that already. I'm here to challenge you to the ring. Ja, super, dann stehen wir gleich einem Supermutanten gegenüber. Ich frage mich, ob es vielleicht allein wegen diesem Ring-Gimmick auch nochmal cool wäre, das ganze Spiel nochmal durchzuspielen als so ein Unarmed-Charakter, wie wir es beim normalen Fallout 2 gemacht haben. Weil da können wir sicher viel rausholen hier aus der Stadt. Adama told me you had work for me. Important enough, I have to tell you about it myself. Okay, ich glaube, das hört sich sehr nach dem letzten Teil dieser Questreihe an.
My patience is up. I want you to take care of Uncle. How should I do that? You'll challenge him to the ring. Oh God. Okay. If you take this to Cedric, his deputy, he'll need to defend himself. Most likely, Cedric himself will face you in the ring on behalf of Uncle. What if I lose? In that case, you'll die. Ja, super. Also, ich halte hier vollkommen den Kopf in die Schlinge und Nestor geht eigentlich überhaupt kein Risiko an. Aber okay. I knew I picked the right person. See you later, Nestor. Okay. Ja, es gibt natürlich überhaupt keine Chance, dass wir irgendwie gegen einen vermutlich recht kompetenten Nahkämpfer standhalten können. Also ist die Frage... Wir können uns vertreten lassen, oder? Ja, natürlich, weil Nestor lässt sich ja ständig durch den Supermutanten vertreten. Die Frage ist, können wir uns durch wen vertreten lassen? Können wir uns durch den Supermutanten vertreten lassen? Können wir uns durch Wodka vertreten lassen? I could use some information about Uncle. Cool, das ist sogar eine eigene Ding. I took on a job and somehow found myself between Uncle and Nestor. Your funeral, you can't trust them. Anyway, what happened? I mean, why don't you work for Uncle anymore? Sollen wir ihn ein bisschen reizen? Cedric happened. Oh, ja, sag mir, dass du Cedric hast, weil dann kannst du statt mir gegen Cedric kämpfen. Okay. He wanted more, he wanted my job. How did he get it? He had my house set on fire. Okay, deswegen schaust du aus wie der Hound aus Game of Thrones. I just woke up one night to find out I couldn't breathe. I was in flames, blah, 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 blah. Waking up at Lindsay's. Okay. And so he got your job. Lindsay was patching me up for several weeks. Uncle needed someone else to push his business through. Okay. You want to take revenge on Cedric and Uncle? How come you're just sitting here then? I'll take my revenge. I want to make sure they both die. Okay, damit kann ich dir helfen. So far, the only thing I can do is to wait for the proper moment. Tja, mein Freund, hab ich einen proper moment für dich. I know how you could take your revenge. Nestor wants me to challenge Uncle, and I'm sure it'll be Cedric in the ring in Uncle's place. And you want me to fight for you. If I had a chance of a fair fight with Cedric, he wouldn't stand a chance. Sehr gut. Uncle and Cedric clearly don't give a shit about you anymore. Why would they try to lure you into a trap now? You spent all your time at the bar anyway. Do you really want to waste a chance like this? Nein, komm schon, du willst sie nicht wasten. What about Uncle? Nestor is going all the way this time. Ja, komm schon. What do you say about the fight better be the goddamn truth? Yes, if so, I will fight. Nice. Challenge Uncle, tell Law Teller I will represent you. Sehr, sehr gut. Okay. Na dann auf zu Cedric, der wahrscheinlich eh schon super pissed ist, dass wir überhaupt Richie haben gehen lassen. Könnte natürlich gefährlich werden. Ich hoffe, sie eröffnet nicht irgendwie sofort das Feuer oder so. Okay. Nein, schaut noch ganz okay aus. Dupidupidu. Hey, Cedric. Did you hear already? Richie's out of jail and right on his fucking... Couldn't you be a little faster? Whoops. Tja. That's just a start. I came to challenge Uncle to the ring. And who sent you? I'm here in Nestor's name. Nestor's people are already arranging it with the police and the law teller. We'll see about that. Okay. So, und wehe, der Typ taucht es nicht auf.
Oh, cool. Wir hätten Lystra oder einen anderen Companion für uns kämpfen lassen können. Das war natürlich cool. Vodka will fight for me. We've agreed it that way. Before I start the fight, I need to explain several basic rules. Ja, eigentlich nicht, weil ich werde nicht kämpfen, hoffe ich. Okay. Keine Outside Interference, keine Waffen. The winner also gets all of the earthly possessions of the defeated. Crystal clear. Go ahead and announce the fight. Gut, und das werden wir uns noch anschauen und dann werden wir dieses Video beenden. Es gibt natürlich eine andere Möglichkeit. Was ist, wenn Wodka jetzt verliert? Das wäre natürlich super scheiße. Weil das ist quasi die einzige Rechtfertigung, die wir haben. Wir können sicher nicht mit demselben Grund mehrmals im Ring antreten. So funktioniert das nicht. Deswegen, ja, das ist unsere einzige Chance. Bevor wir vermutlich mit Waffengewalt kommen müssen. You may begin. Na gut. Schauen wir mal, wie sehr Monate oder vielleicht jahrelanges Saufen in der Bar seine Reflexe und sein Kampftalent einrosten haben lassen. Oh Gott. Ich meine, ich nehme an, dass dieser Kampf geskriptet ist. Ich glaube nicht, dass es hier eine Chance gibt, dass einer von den beiden verliert, der eigentlich gewinnen sollte. Ich glaube, es geht immer gleich aus, mehr oder weniger. Die Frage ist erstens, geht es für uns aus? Also ist dieser Kampf so geskriptet, dass Cedric gewinnt? Und andererseits, ich weiß nicht, vielleicht wäre es möglich, den Kampf nicht skriptend ablaufen zu lassen. Yay! Wäre es möglich, dass quasi zwei NPCs auf derselben Map wie der Spieler einen Kampf austragen, ohne dass der Spieler Teil des Kampfes ist? Wow, what the fuck? Why is Uncle wasting your time? He knows the laws for everybody, even him. Ah, oh, ich wusste, dass es das nicht so easy wird. Uncle thinks there was something off about that fight. Natürlich. If he won't go willingly, I'll make him go. Na gut, das wird hier noch gleich in einen riesen Kampf ausarten. Pass auf. Gut, die verbarrikadieren sich da drin. Looks like we'll have to go and get him ourselves. Good job in the ring. It was about time. Now Uncle's time has come. The police will take care of that, won't they? Wir haben wirklich noch nichts gelernt. Wir glauben noch immer, dass die Police tatsächlich irgendeine Form von Autorität hier hat. Okay, I'm in. Wieso nicht? Let's blow that fatso away. Yay, 3000 XP. Oh, nice. Cool. Au. Oh, ich bin das. Oh, ich bin da hier einfach freudig reingerannt. Na gut, okay. Wir werden hier auf jeden Fall mal einen Cut machen und mal ein Save Game anreißen. Und ja, vielleicht werden wir nächste Episode mal diesen ganzen Kampf ausspielen. Ich meine, es kommt sehr selten vor, dass ich komplette Kämpfe zeige. Meistens, weil sie einfach zach sind mit unserem Equipment. Aber hier könnte es schon ganz cool sein. In diesem eher beengten Raum, wenn da viele Leute sich gescheit einmischen und ordentlich ballern, könnte es sogar ziemlich schnell gehen und ein paar coole Querschläger und Crits und sonstige Sachen geben, die uns wahrscheinlich auch mindestens einmal selbst das Leben kosten werden, aber wurscht. Deswegen, ja, machen wir mal einen Cut und eine Angstspeicherung und dann sehen wir uns das nächste Mal, wo wir wahrscheinlich fertig werden mit Korath und dann überhaupt mal überlegen müssen, was wir als nächstes machen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ciao, Leute.